Es ist keine Überraschung, wer hier heute ganz besonders im Blickpunkt stehen wird. Er ist im Moment in einer fantastischen Form, bester Scorer der Liga und auch heute will er wieder zuschlagen. Recht herzlich willkommen zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Die Bedingungen sind leider nicht ganz optimal, denn hier regnet es seit Stunden. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Könnte ein klasse Spiel werden. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Schauen wir noch kurz auf die Formation. Es wird ein offensives 3-4-3 werden. Das Motto ist klar, volle Power für die Offensive. Was anderes geht gar nicht, wenn du die Mannschaft so einstellst. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Sieht vielversprechend aus. Sie können es machen. Er macht das frühe Führungstor. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Tors. Und ich denke, den kannst du fast nicht halten, obwohl es die Torwart-Ecke ist. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sieht nicht ungefährlich aus. Hoher Steilpass jetzt. Wird Abschluss geben jetzt. Ball erobert erstmal. Gute Aktion jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Lukas Schnellbacher. Kollegen bieten sich an. Die Chance.
kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Ball läuft gut. Ah, oh, da geht er vorbei. Super Tackling. Der Ball auf den langen Pfosten jetzt. Sie bekommen den Ball nicht weg. Den Zweikampf führt er sehr gut. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schönes Zuspiel hier. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend. Jetzt die Chance. Sie machen das Tor und jetzt führen sie hier also mit 2. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Lukas Schnellbacher. Geht er rein? Setzt diesen Ball knapp daneben. Sie warten auf die Chance. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Gleich bekommen wir hier den Pausenpfiff und im Moment sind die Gäste klar vorne. Zwei Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Noch ein Tor. Drei Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Ball geht in die Torwartecke, wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Große Freude auch am Spielfeldrand, er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Eindeutiges Resultat bis hierhin. So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Der Schiedsrichter.
Durchgang 2 hat begonnen. Er passt gut auf und hat den Ball. Ganz energisch. Gibt Einwurf. Sie unterstützen gut. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Oh, das ist unnötig. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kein guter Pass. Ballverlust. Klasse vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Er bekommt die Unterstützung. Da ist er alleine durch. Ball wäre gut gekommen, aber er taucht runter, hechtet, macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Klasse. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Ball kommt kurz. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Wichtige Durchsage. Thomas Lukas Schnellbacher. Gutes Tackling. Setzt sich da schön durch. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Den Ball geben sie jetzt nicht mehr her. Klar, das ist frustrierend und das gefällt nicht allen. Da ist die Balleroberung. Stark gemacht, das könnte was werden. Der Ball ist drin und damit wird es noch deutlicher. 4 Tore Führung, also das Ding ist durch. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Viel Spiel.
Wer heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist klar. Denn den kann bisher in der Liga wirklich niemand stoppen. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Liga. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Thiel. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Oh, da müssen Sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen Sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Tore Jakobsen. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist im... Jetzt aber erstmal Vorsicht. Er ist noch heiß. Im Nachschuss fällt das Tor. Erst diese gute Parade, aber der Ball, ja, er bleibt bei Ihnen. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ah, da ist der Ball weg. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Lukas Schnellbacher. Er kann es machen. Da zeigt er sein Können. Tolle Körperbeherrschung, tolles Timing. Und den Ball, ja, den Ball muss er auch erstmal halten. Ecke kommt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier ist dieses Tor nochmal. Sie bringen die Ecke rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Tom Baumgart. Er kann dieses Duell gewinnen. Guter Einsatz, das war wichtig. Tore Jakobsen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Er schießt. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Der Ball kommt rein. Er bringt den Ball nicht raus. Ja, der Schuss jetzt. Ball kommt hart. Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Sie sind heute wirklich überragend, was das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Da haben sie die Chance. Jetzt die Chance. Nächstes Tor und jetzt beträgt die Führung schon 3 Tore. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das macht er gut. Jetzt ist die Kugel weg. Lukas Schnellbacher. Und da ist der Ball erstmal wieder weg.
energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Er zieht nach innen. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Wir hören den Pausenpfiff und damit war es das hier also in diesem ersten Spielabschnitt. Gleich geht es hier wieder weiter. Er pfeift an. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Geht gut nach innen. Jetzt hat er den Ball. Tore Jakobsen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Thiel, die Balleroberung. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Jetzt der Ballverlust. Gute Aktion. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Da ist die Chance. Das ist der Treffer. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Kevin Konrad, Tore Jakobsen. Da kann er erstmal klären. Ja, da ist Platz jetzt. Da ist die Chance. Jetzt sind sie hier schon mit 3 in vorne. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Aufbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren.
schön dazwischen gegangen. Tore Jakobsen. Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Na, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Ball im Aus, das gibt Ecke. Wird jetzt hier einen Torwartwechsel geben.